Hallo und herzlich willkommen wieder mal. The Hunter Premier am Start. Oh, ich habe gerade nur kurz gespeichert. Und siehe da. T-Rex. Ein starker, jawohl. Ich weiß nicht. Ich habe 5 Schuss von dem Ding da. Wollen wir das wagen? Ich würde ja sagen, scheiß drauf. Probieren wir jetzt mal. Ich weiß was nicht. Jetzt läuft er weg. Schöner wäre es gewesen, er wäre jetzt hier in meine Richtung gekommen. Warte mal ein bisschen, vielleicht kommt er ja noch. Ich meine, ich könnte ja mal mit einer Ladung Schrot da runterschießen und mal ein bisschen kitzeln und anlocken. Vorhin war ich noch froh. Also am Anfang dieser Sitzung, ich meine, das ist ja jetzt, ich nehme ja immer ein paar Folgen am Stück auf. So vor 2, 3 Folgen war ich noch froh, dass ich dem Kameraden entkommen bin hier. Mit quasi nichts Gescheites an Waffen am Start. Jetzt verschwindet er hinter der Kante. Ich möchte mir aber jetzt nicht unbedingt nachlaufen, wenn ich ehrlich bin. Obwohl es ja freies Feld wäre, aber bin ich so gut, so mutig. Das weiß ich nicht. YOLO! Scheiße. Hosen voll. Vor allem, wenn man nichts sieht. Ich hoffe jetzt mal, dass ich über die Kuppe komme. Ohne dass der dann direkt vor mir steht. Ich glaube, das war gar keine gute Idee. Ich muss mal gucken, ob hinter mir nicht irgendwo rote Büsche sind. Doch hier. Ich gehe mal ein Stück zurück. Vielleicht habe ich ihn ja jetzt angelockt. Ich weiß es nicht. Schau mal hier, ist ein bisschen Entfernung, weil der kommt sowieso rucki zucki. Hierher, wenn er denn dann kommt. Kennt es jemand, wenn man so da sitzt, ja, und dann
streckt man so den Hals und versucht hier über die Kante zu schauen, obwohl man ja eigentlich auf den Bildschirm glotzt. So täuscht dann hier wieder das menschliche Hirn und denkt, man könnte hier doch noch über die Kante schauen, wenn man ein bisschen den Hals reckt. Wenn ich wüsste, wo der hin ist, dann wäre es mir wohler. Ich habe hier nur 2 Schuss, dann muss ich die Waffe wechseln. Vielleicht wäre es nicht ganz verkehrt, vielleicht diesen hier zu machen. Also, ich probiere es. Ihr merkt euch, wo meine Leiche liegt. Und ich schaue, wo der T-Rex ist. Vielleicht kriegen wir... Noch? Kriegen wir nicht. Es hat zwar gepiepst, aber... Da unten. Ich sehe ihn. Information war schon weg. Ich bin zu weit weg zum Hinliegen. Der latscht einfach weg, gell? Ist aus dem Bild raus. Ich glaube, das macht einfach nicht wirklich Sinn. Sollen wir noch ein bisschen... Ach komm. Ich versuche mal ein bisschen Triceratops zu jagen. Da hinten waren noch ein paar. Dann gehen wir halt in die Richtung und versuchen da unser Glück. Da waren mehr. Ich muss ja auch mal ein paar Abschüsse zustande bringen, um einfach dann auch leveltechnisch ein bisschen weiter zu kommen. Das kann ja jetzt auch nicht weitergehen. Da muss einfach noch ein bisschen mehr passieren hier. Oder ich muss einfach mal wirklich ohne die Aufnahmetaste mal ein paar Stunden am Abend durchzocken. Dass wir hier mal ein bisschen hochleveln. Immer besser werden. Ich meine, ich werde langsam besser. Bei mir liegt die Betonung eher auf langsam besser. Aber ich meine, klar, ich sage es immer mal wieder, aber ich war am Anfang natürlich schon deutlich schlechter. Könntest du stehen bleiben? Das wäre nett von dir. Aber ich glaube, den Gefallen will er mir nicht wirklich tun. Ich habe ja ein Fernglas jetzt. Ist das eigentlich, kann ich das sehen? Weiblich. Ich bin mir nicht sicher, ob das...
vielleicht sogar unser Weibchen ist. War jetzt zwar ein Ticken zu spät, aber dafür war das, glaube ich, ein Headshot, der zweite. Sorry, Lady. Ich bedanke mich für dich, bei dir. Einmal Schädel, ja genau. Herz, wie kam das zustande? Mr. Rex. Du bist's. Ich muss mal laden kurz, bevor du kommst. Außerdem weiß ich nicht, wo du bist. Gehen wir nach da oben. Gehen wir nach da oben. Ui, um besser zu sehen. Ich bin tot. Steh mal auf. Mist! Ich hab gewusst, ich bin tot. Aber nichtsdestotrotz. Ich würde sagen, wir kriegen das noch irgendwann. Ja, und dann gehen wir weiter. Kapsel, Zeug geladen. Und weiter geht's. Schauen wir. Dass wir hier wieder zu unserem Zeug kommen. Sterben ist ja für mich jetzt nichts Besonderes. Gehört bei mir dazu. Aber ich würde doch jetzt mal sagen, dass ich dem schon ein paar Kugeln verpasst habe. Ich würde einfach mal gern so einen T-Rex wieder mal niederstrecken. Wenn ich ehrlich bin. Schade nur, dass ich eigentlich ja, die zwei Schuss mit der 700er nicht auf den T-Rex abfeuern konnte. Der ist doch, weiß Gott, wohin gelatscht hast. Ja. Ich habe meine Lebensenergie nicht ganz voll. Warum nicht eigentlich? Soll ich mal einen Pilz essen? Ja, passiert nichts. Das ist wohl nur ein... Manchmal ist die nämlich komplett voll und manchmal hat sie, wenn man startet, so hier so ein mini kleines Eckchen da hinten noch frei. Wo ist denn jetzt der Triceratops, der da gerade noch war? Irgendwo müsste hier auch noch einer dieser Uteraptoren rumschwirren, oder? Jedenfalls haben wir mal eine Spur aufgenommen vor etlicher Zeit. Und ja, ich spurte mal so schnell wie möglich hier rüber, die Quetzalcoatlus, die hier in der Luft waren, 3-4 Stücke, die habe ich in dieser Sitzung schon runtergeholt. Wo ist der T-Rex? Wenn es sein muss, hau ich mit dem Hammer auf ihn drauf. Okay, Hammer habe ich keinen, aber... Na,
nachdem ich dem jetzt schon ein paar Schuss mitgegeben. Da hinten. Ja, da lässt er mich da flacken und verdrückt sich. Ja. Ich hole mir schnell mein Zeug und dann stiefel ich dir hinterher. Einen Moment bitte. Komm gleich. Nur keine Sorge. Ich bin gleich bei dir. Noch habe ich eine große Klappe. Ich wollte gerade sagen, sehr wahrscheinlich ist das sein Kumpel. Mist, verflixter. Alter Vater. Jetzt latscht er wieder da runter. Wir machen das Gleiche. Der hält an, ich halt an. Jetzt läuft er weiter, laufe ich auch weiter. Bling! Das beherrsche ich allerdings nicht. Hier beamen. Ist das? Also der Scotty, beam me up. Hat er sich gedacht. Und jetzt steht er gleich neben mir, taucht er wieder auf. Täschchen haben wir gerade genug rumstehen. Vielleicht nehme ich erstmal schnell die Spur auf. Einfach nur mal zu gucken. Ach, das ist wieder der. Das will ich eigentlich nicht. Okay. Also. Ach, das geht nicht. Wegen voll. Klamotten raus. Die hier mal angezogen. Ausrüstung. Das Ding weg. Das rein. Die Munition da neu, das mitgenommen. Jetzt habe ich hier die Heiltränke. Das sind starke. Packen wir mal ein. Munition mitgenommen hier. Gut. Spiel fortsetzen. Laden. T-Rex, come on. Eine neue Blutspur. Achso, nee, das wird auch wieder. Nee, das ist der Rex. Oh. Ja, das hat mir richtig Schaden zugefügt. Wieso geht es in die Richtung? Wenn ich das fragen darf. Das ist ja seltsam. Haben die Plätze getauscht? Ich bin mir unsicher. Ist der eine jetzt dahinter und der andere darunter? Schwer zu sagen. Was sich sagen lässt, wir haben ja natürlich hier neue Kisten. Komm, da gehe ich noch schnell hin, bevor ich die Folge beende. Es ist zwar jetzt... wieder so, dass... ich schon über meine mir gesetzte Zeit drüber hinaus bin.
schlimm. Wo ist denn die Kiste? Die andere? Ist hier nur eine? Ach, das scheint so, dass hier nur eine ist. Gut, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel, weil ich würde jetzt hier nach dieser Sitzung eigentlich sowieso gerne Komplettpause machen und das Spiel an der Stelle beenden. Dann spawnen die Kameraden sowieso neu. Ich würde mich gerne auslocken. Was zur Folge hat, dass man natürlich in der nächsten Folge wieder da hinten spawnen irgendwo an dem Punkt und wieder hierher müssen oder halt einfach mal in eine andere Richtung latschen. Ich habe, was habe ich denn eigentlich jetzt am Mann? Ich habe die, okay, die 700er habe ich noch und ich habe hier ein paar Schuss dabei. Ich würde vielleicht fast vorschlagen, das mache ich noch schnell, Entschuldigung, dass ich hier da mal das reinlege, hier noch ein paar hole und dann mal schauen, wie viel ich hier noch tragen kann. So machen wir das, dass ich einfach hiervon ein paar mehr habe und dafür die Schrotmunition weglasse. Würde ich das gerne machen und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle wieder, wünsche euch noch was auch immer, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann ihr die Videos guckt, morgens, mittags, abends, je nachdem, wünsche ich euch schönen Resttag und ja, bis zum nächsten Mal, euer Eddie.